have no fear, Nyarlathotep is not, but fly compared to my awesome power, the power that will be even greater with a talented necromancer at my side. Is not, but a fly. Dude, what's your pronunciation? It is a pleasure to meet you all, apparently. October has joined the party. I sense a powerful force in the eastern part of the city. Let's go. Gott, jetzt hab ich wie ein... Jetzt hab ich eine noch größere Gruppe. So, aber safe. Nee, jetzt hast du die Magierin dabei, die auf dem Hard Difficulty Mode direkt stirbt. Wunderbar. Oktober! Achso, ja, ich hab ja dich. Ja, kriegt übrigens kein einziges Magic Level ab. Oktober, how did you get to become a Necromancer? Du hast da was. It just sort of runs in my family. Plus, with my name being Oktober, it just felt right to get involved in the occult. Mhm. Da ist ein Baum. Hallo, Apfel. Becoming something because of your name? I wonder what that's like. Ja, Omi, ne? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cthulhu Save the World, weil ich da einen unfreiwilligen Cut setzen musste. Ja, sorry dafür. Nach einer Minute Part. Wir haben November kennengelernt. Ja, fast. Du hast es fast richtig gesetzt, Mann. I want my mommy! Mommy will be back soon, dear. Ja. Du lügst doch erst an. I think that your mom will be back soon. Ich kenn doch diesen Dialog. Ich bin doch nicht ein alter Mann. Nee, der hat nicht gelogen. Zombies! Ich finde die Zombies so cool. Ach ja, im Haus gab's ja auch... Oh Gott! Oh Gott. Oh Gott, was habe ich? Dark Spiral Targets All in Dark Plus and Sen. Hä? Was ist? Was ist? Ich hab grad irgendwie rendertechnische Schwierigkeiten. Ich hol den Kraken, warum auch immer, ich mag den Kraken lieber. Den Fat Zombie. Fireball. Ach, der Fireball geht auf eine Gruppe. Okay. Der Feuerball voll in dein Gesicht? Geht auf eine Zombie-Gruppe, also auf die Death Leaders. Oh, die macht ja gar nicht mal so schlecht Schaden. Oktober. Verdammt. Es war Oktober, nicht November. Scheiße. Shit happens. Ich achte darauf, was er macht. Nur gerade im Moment habe ich überhaupt keine Zeit dafür. Weil mir nämlich gerade ein Renderfehler aufgefallen ist, den ich mir nicht erlauben kann eigentlich. Noob. Oh Gott, Oktober muss wirklich zaubern. Ansonsten wird das nichts. Was sie nicht sagen. 13 Battles haben wir noch. Near Review 1 passt zusammen. Was er gerade macht, er bearbeitet eine Unleashing of Chaos. Unleashing of Chaos 2. Revive. Ja, Review und er liebt das Spiel. Heiß und innig. Immer doch. Der Entwickler hat mir noch nicht bei Twitter zurückgeschrieben, leider. Meinst du, der achtet überhaupt auf Twitter? Er hat 3 Follower. Also ich denke mal, ja. Er hat Follower? Mhm. Gott. Er hat auch einen eigenen LP-Channel, wusste ich auch alles nicht. Okay. Oktober ist nun Level 13. Extra MP auf der Victory oder 40 Magie? Ich glaube, ich nehme MP Victory. Oder sind plus 40 Magie besser? Fragen wir den Experten. Experte, sind plus 40 Magie besser oder extra MP nach dem... Also beim Sieg. Ja. Was ist dir lieber, dass sie mehr MP auch wieder im nächsten Kampf hat oder dass sie mehr Schaden macht? Mehr MP im nächsten Kampf. Das ist, glaube ich, besser so. Aber das Geile ist, bei mir ist Oktober jetzt auch schon Level 19. Ich habe seit diesem Level-Up
kein anderes Level-Up mehr bekommen, indem ich die Möglichkeit hatte, ihre Magie zu erhöhen. Oh, okay. Oh Gott, ich habe das Gefühl, es gibt so viel zu erkunden und ich will eigentlich alles zeigen. Ja. Die Stadt ist ein bisschen sehr groß geraten. Ja, aber sie haben auch gesagt, dass spätere Dungeons viel größer wären. Ah, super, Oktober ist gepoisoned. Ach so, ich dachte, sie ist tot. Ich wollte gerade sagen, das ist übrigens ihr Standardzustand. Standardzustand von Oktober. Tot! Glaub mir, sie ist viel öfter tot, als dass sie auf den Beinen steht, lebend und dir hilft. Okay, das ist das Intro von dem... Ah, sie hat's überlebt! Sie hat's überlebt! Und hat sogar mehr HP Leben als Umi. Sorry, ich habe mich angespornt gefühlt, Leben zu sagen. Jo. Das ist so ein Jersey-Ding. Mann! Oh. Keine bösen Wörter. Wo kommt das denn her? Ich hab Flut. Du hast es geschafft, mich zu einem unglaublich ungünstigen Zeitpunkt in eine Aufnahme zu ziehen. Das zu lassen. Ja, es... So, jetzt kommen hier nur... Ach so. Nee, ist klar. Aus dem Nichts? Ach so. Nee, ist klar. Das Ach so. Kommt davon, wenn man ein Trash-Game reviewen möchte. Mann, ich bin froh, wenn die Random Encounter um sind, weil dann kann ich mir die Gesamtkorb. Weißt du, was das Schlimme ist? Es ist kein Trash. Ist es kein Trash? Nein. Ich kann es selber nicht definieren. Ich hab's reviewed. Ich kann es nicht definieren. Und dass er mal. The Female Necromancer, ja. Und dass er mal etwas nicht kommentieren oder bewerten kann, das ist selten. Das ist richtig. Das war... Schlaui-Kluki ausgedrückt. Schlaui-Kluki. Jo. 12 Minuten ja, hat der Part noch. VLC-Player, du darfst dich öffnen. Mit was rennest du? Mit Megui. So, ja, das ist ja... Das ist trotzdem... Ich muss das, was ich nachher mit MKV und Bobis rauskriege, trotzdem noch ändern. Das 53-Minuten-Ding war Part 5. Uiuiuiuiui, hat mir auch vertan. Ach, der Necromancer kann heilen und wiederbeleben! Sie. Oh! Dir ist die Aufnahme abgesemmelt? Abgesegelt. Ich hab abgesegelt gesagt, ich finde das wunderschön. Das Wort. So. What the hell? Okay, das ist mir noch nie beim Rendern passiert, dass ich mich gerade frage, what the fuck? Ja, ab und zu nabbelt auch er mal rum, was einige Sachen... Was habe ich denn hier oben, außer... Lag? Tod. Keine Rückmeldung? Oh, hier ist eine Tod, Frau. Sterben passt. Yep. I just finished paying off this house. There's no way I'm leaving now. I'm willing to let this, even if the city is infested with zombies. This... Du wirst immer leiser. Ich bin leise, Mann! Du sollst wieder lauter sein als ich. Sag mal was. Hi! Ich hab gar keine Audio-Auspegelung, oder doch? Sag mal was. Hi! Sag was. Hi! Au! So, jetzt müsstest du wieder gut zu hören sein. Ah, gut! Gut! Ich bin Sonny! Hier, komm mal! Hier! Ich hätte dich leise lassen sollen. Hey, was ist da denn? Was ist da denn? Oh, da ist ein Baum! Oh, er ist auf mich draufgefallen! Oh, ich bin tot! Oh, eine Truhe! Random Encounter. Das hätte ich aufnehmen müssen von der Skype-Audiospur. Eine Truhe! Du weißt doch, dass, das auf YouTube landet. In dieser Form. Mhm. Ach ja, und die Fat Zombies kriegst du mit einer Runde kaputt. Zumindest wenn du einen machst. Ja, natürlich, wenn du einen machst. Aber auf Fahrt hast du diesen Luxus nicht, dass du dir nicht erlauben kannst, die anderen Flugdinger am Leben zu lassen.
Die Flugdinger mache ich direkt. Yay, Sharp ist now Level 14. HP. Ich wollte 8 sagen. Random Info. Ein 53 Minuten langes Video ist 254 MB groß. Sharp wird sowieso nur kämpfen, also soll der mehr Stärke haben. Sigi. You got an Alchemist Dress. Oktober. Ich werde noch mal ein paar Mal Hintergrund hören. Jetzt habe ich's, anscheinend. Oh mein Gott, Oktober benutzt eine Peitsche. Yep. Oh, ja. Peitsche knall. Razepü. Vitalität 10, Wille 10. Vitalität 40. 1 GB und 70 MB. Wieso sollte ich bitte Alchemist Dress benutzen? Wenn der Lovely Dress an sich besser ist, egal. Verkaufen, ist es Geld. Ist, wenn du die komplett auf Gift spielen willst. Hilfreich. Okay, vielleicht dann, aber das weil du ihren Giftschaden massiv mit in die Höhe treiben kannst. Ich finde ja Quake gut. So mal, by the way. Nein. Nein, Quake ist ein Combo-Finisher. Quake ist der schlimmste Combo-Finisher, der es in diesem Spiel gibt. Nein, Entschuldigung, wo gibt in diesem Spiel? Sorry. Ich muss mich deinem Niveau anpassen mit WO. Niveau heißt es. Niveau. Genau wie es Wieso heißt. Niveau, oh man, ja. Niveau. Gott. da möchte ich noch nicht raus. Ich gehe mal hier. Da. Habe ich jetzt alles erkundet? Mehr oder minder? Ich weiß es nicht. Ja. Okay, da komme ich nicht. Wie viele Random Encounter habe ich noch? Ich habe noch 6. Passt. Ich will wirklich jeden Schmarrn mitnehmen, auch alle Random Encounter und darum. Ja, du solltest mindestens alle Random Encounter mitnehmen, die in den Weg geworfen würden, damit du adäquates Level hast. Dass das Spiel sich ab und zu aufhängt. Hör auf, dich aufzuhängen! Ich mag, wie mein Vorwort zum Video anfängt. Ich seufze. Ohne Scheiß. Upsi. Er seufzt. Ich seufze. Wieso ist das Video nur 53 Minuten und 22 Sekunden lang? Ich kann es dir nie jetzt sagen. Ich auch nicht. Den Fett Zombie. Ja, Zombie! Wir bringen Zombie. Zombie! All enemies. Attack Multi-Strike. Ja, du bist ein Finisher. I finish you! Warte, ich habe eine Idee. Alle in Deckung bitte. Hi! Ihr werdet mich öfter jetzt im Hintergrund hören. Wenn ihr ihn hört, ich weiß es ja nicht. Wir müssen die Ruine aktivieren. Ich kann mir vorstellen, dass es dir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, das Spiel. Weißt du, was passiert, wenn du den Knie schießt? Du hast Schmerzen. Ja. Und das soll mir jetzt was sagen? Es ist deine Aufgabe, das herauszufinden. Ich gebe dir dafür einen magischen Stock. Einen magischen Stock? Woo! Hier kannst du dir tief zusammen mit Danny in... Nein. Oh, Oktober levelt aber relativ schnell. Ja doch, ein niedriges Level. Ice Attack Combo Finisher. Natürlich ist der MKV... Ich nehme den Snowstorm für eine Gruppe, oder? Soll ich einen Finisher? Nee, ich habe einen Finisher bereits. Okay, packe ich doch erstmal nur den... Ich weiß, wir waren hier schon mal, ich möchte wirklich nur alles mitnehmen. Wie sieht's aus mit dem Random Encounter? Nur noch 4. Da ist eine Truhe. Wie komme ich da ran? Du bist wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigelaufen. Auch wenn mir die Random Encounter am Ende... ziemlich
auf den Sack gehen. Mal ganz ohne Schattenbohren. Du wirst trotzdem da erwähnt, also von daher. So, ich glaube einmal. Ich habe dich namentlich einmal erwähnt. Ich bin jetzt auch in diesem LP vorhanden. Nein, das ist kein Let's Play. Review. Das ist eine Review. Wie komme ich... Ach, da ist ein Weg. Das finde ich schade ein bisschen an den Büschen, dass man da manchmal nicht sieht. Vernünftig sieht. You got 2 1-Ups! Woohoo! Oh Gott. Zombie-Cop. What the fuck? What the actual fuck? Wieso kann ich nicht miteinander zusammenmuxen? Wenn du mir jetzt sagst, ich weiß das nicht. Nee, sag bloß. Selber. Oh mein Gott! Er ist ein Shizu! So. Ich bin ein Zombie. Ein Zombie. Yay, yeah, gut, die leveln jetzt aber gerade richtig. Ach, Kutsume, save the world, save the world. Hm? Ach, es gibt ihn in 2 unterschiedlichen. Einmal Ads Insanity und einmal Combo Finisher. Ja. Aber hier wird es nur ein Enemy, also nehme ich nicht den Combo Finisher. Ich habe bereits einen Combo Finisher auf Cthulhu. Ja. Und Umi ist mit Level up. HP MP. Entweder Max MP oder mehr Stärke insgesamt. Ich nehme Stärke Magie, weil ich benutze Umi eigentlich eher als Kämpferin. Ist zwar bitte? Falsch, aber... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, sie ist die Erste, die einen Heilzauber lernt und... Damit du überhaupt einen Heiler hast. Umi ist ein merkwürdiger Charakter. Er kann sowohl austeilen auf kriegerischem Wege als auch auf magischem Wege. Ja, drücken wir es mal so aus. Ihre Protect-Version ist ja Hide, Raises Defense und erniedrigt. Ja, ich erniedrige dich mit der Wahrscheinlichkeit, dürp die dürp. Erniedrigt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie angegriffen wird. Ja, dafür hat Cthulhu ja auch eine Tankfähigkeit. Sharp auch. Sharp, ja, Sharp ist wirklich so Tank. Der ist der Tank. Ist Tank. One enemy run. Ich glaube, wenn du den auf Magier spielst, dann hast du also Troll. Ja. Er lernt ja auch viele Sachen, die man einmal entweder auf alle oder auf einen zaubert, auf sich selber zaubert. So, dann einmal hoch, da wo mir das letzte Mal das Spiel hängen geblieben ist. Blödes Spiel! Ne, das Spiel ist gut. Kauft's euch! Auf der Stelle. Weil ich es euch sage, Schattenborn, ein LPR. Ganz im Ernst, wenn ihr gerade mal 2 Euro übrig habt, sage ich euch, ihr macht nichts, was könnt ihr falsch machen mit 2 Euro? 2 Euro, das kostet doch 99 Cent, meine ich. Im Sale. Aber du kriegst Breath of Death 7 und dieses Cthulhu Saves the World für 2 Euro, weil sie das einzeln rausgenommen haben. Also für 2 Euro hätte man 2 Spiele von einem genialen Game-Macher. Ich kann nicht richtig Deutsch mehr. Also das Spiel ist wirklich gut. Es ist eine Kaufempfehlung. Definitiv. Wie ihr seht, ich habe Spaß mit dem Spiel. Und es ist mal ein gutes Spiel auf dem Kanal. Naja, eigentlich. Wenn ihr Glück habt und er gut ist, schafft er es vielleicht sogar, das Spiel noch ein weiteres Mal durchzuspielen für euch. Mit euch. Ein weiteres Mal? Gibt es ein Secret Ending, wenn man alles schaffen will und so? Na, das sag ich dir nicht. Aber ich sag dir, es wird. Achso, da muss ich lang. Okay, jetzt habe ich alles erforscht. Ich sag dir, es wird eventuell für dich jetzt Grund genug sein. Also für dich, für so einen Affen wie du, wird das wahrscheinlich genug sein, es nochmal durchzuspielen. Wahrscheinlich auch. Okay, ich habe keinen Random Encounter mehr. Jetzt kann ich friedlich rumlaufen. Mehr oder minder. Jetzt hast du alle Zeit der Welt, um rumzudörpen. Zum einen gut, zum anderen schlecht, finde ich's. Also gut, dass man dann halt weiß, wie viele Random Encounter noch kommen, weil nach einer Weile gehen mir die Random Encounter ja auch so ein bisschen auf den Keks. Spiel's mal auf hart, dann gehen die Random Encounter nicht auf den Sack, sondern werden mich abfacken.
fanden einen random Encounter. Aber ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Cthulhu Save the World. Bis dahin und tschüss. Tschüss.